Hallo Freunde der Unterwasserwelt. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach euren Schnorchel mittels Verdrängungsmethode ausblasen könnt. Bei der Verdrängungsmethode atme ich kurz unter der Wasseroberfläche bereits in den Schnorchel aus, verdränge somit das Wasser aus dem Rohr und habe den Vorteil, dass ich an der Oberfläche angekommen sofort wieder vorsichtig Luft holen kann. Ich beginne mit einem Schnorchel mit Ausblasventil. Wenn ich nach oben aufsteige, habe ich den Blick nach oben gerichtet. Dadurch zeigt die Schnorchelspitze leicht nach unten. Jetzt kann ich direkt unter der Wasseroberfläche mit dem Ausatmen beginnen. Und wenn ich dann in die Horizontale gehe und auch dabei den Kopf drehe, geht die Spitze über die Wasseroberfläche und ich kann, wenn auch vorsichtig, sofort Luft holen. Nun verwende ich einen Schnorchel ohne Ventil. Hier ist das Ausblasen mittels Verdrängungsmethode auf jeden Fall die einfachste Variante. Auch hier richte ich natürlich bei meinem Aufstieg den Blick nach oben und die Spitze des Schnorchels zeigt entweder waagrecht oder leicht nach unten. Ich beginne knapp unter der Wasseroberfläche auszuatmen und gehe dann wiederum in die Horizontale und drehe den Kopf. Die Schnorchelspitze ist über dem Wasser und ich kann auch hier vorsichtig gleich einen ersten tiefen Atemzug nehmen. Das war's zum Thema Schnorchelausblasen mittels Verdrängungsmethode. Natürlich könnt ihr auch die klassische Methode anwenden, das heißt, ihr taucht auf, pustet kräftig in den Schnorchel, holt vorsichtig Luft und wiederholt das Ganze ein-, zweimal, bis der Schnorchel leer ist.